Mannschaft wird geholt von unserem Trainer Alexander Matic und seinem Assistenten Herbert Staudacher. UPC, die Bundesliga. Roli, dramatische Partie in Sils-Mötz, Auftakt aber gewonnen. Zufrieden? Ja, also wenn man einen Rückstand von einem 2-1 auf ein 3-2 umdreht und das, nachdem wir zuerst 5 Sitzer gehabt haben, muss ich sagen,
und die Mannschaft immer positiv war und immer probiert hat, Fußball zu spielen, dann kann man nur zufrieden sein. Ja, sehr zufrieden. Wir haben super gespielt, zusammengespielt. Wir waren das erste Mal eine Mannschaft wieder, das haben wir schon lange nicht mehr waren. Jeder hat für jeden gekämpft, wir haben einen 2-1 Rückstand aufgeholt. Ich bin wirklich zufrieden, dass ich der Mannschaft auch mit 2 Toren geholfen habe. Wo gibt es noch Sachen zu verbessern oder wo ist der Hebel in den nächsten Wochen im Training noch anzusetzen? Ja, vielleicht, dass wir gerade, wenn wir solche Situationen haben, wenn wir 3-2 vorne sind, dass wir dann nochmal einen Ball halten. Aber das ist leichter gesagt, wie es ist und da kann ich keinen Vorwurf machen, weil Metzild spielt daheim und sind jetzt auch schon 2 Jahre in der Tiroler Liga. Und das wird halt der nächste Schritt sein, dass wir uns entwickeln, dass wir da die Ruhe bewahren und einfach den Ball durch die eigenen reinlaufen lassen. Du hast schon gesagt, 2 Tore, du triffst weiter wie in der Landesliga, oder? Ich hoffe, die Trefferquote geht weiter nach Aue. Ich hoffe, ich kriege einfach nie genug von den Toren. Ich beweise es in der Tirolerliga, dass ich Tore schießen kann und werde es auch weiter mit SK Embach machen. Wo siehst du in SK Embach am Ende des Jahres oder am Ende der Saison? Das sagt der Bell Ende des Jahres. Ja, also ich sage einfach einen gesicherten Platz und nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ah ja.